Heute, was geht ab, Leute? Hong hier. Ich verarbeite gerade das Video und da kam die Neuigkeit. Also im zweiten Teil seht ihr dann ganz regulär das Video. Aber jetzt habe ich die Neuigkeit mal vorgeschoben. Und zwar, nächster CD bekannt und es ist Lavita. Die meisten haben es vermutet. Leider nicht Hauptspurs. Für alle, die den Stream anschauen, die kennen den Insider. Aber es ist jetzt Lavita, 16. Juni. Und der Bonus ist dreifach EP fürs Fang. Mit Glücksei 6-fach EP, also ist schon nicht schlecht. Lavita, Shiny Despotar. Richtig saftig. Eigentlich eines der besten Pokémon, das für den C-Day kommen kann. Guter Bonus. Was will man mehr? Aber schreibt unten in die Kommentare eure Meinung. Shiny Lavita bzw. Shiny Despotar kommt jetzt zu uns. Ich meine, die meisten haben es eh gewusst. War der klare Kandidat, der klare Favorit. Als nächstes Seedai Pokémon und nach Lavita jetzt, 16. Juni, dann im Juli kommt Chigi auf jeden Fall und danach schauen wir mal, was als nächstes kommt, aber jetzt dann Lavita und dann sehr, sehr wahrscheinlich Chigi. Das sind so die nächsten zwei. Und dann haben wir ja noch das Alola-Event und jetzt ist die Frage, was mit diesem gemunkelten angeblichen Gesteins-Event eigentlich los ist. Kommt das noch oder war das kompletter Fake oder was ist da eigentlich los? Wir werden sehen. Aber jetzt erstmal weiter mit dem regulären Video, das ich für heute gedreht habe. Und viel Spaß. Oh, ey, was geht ab, Leute? Hier aus der Arbeit. Ich komme gerade raus. Puh, heute war ich eine Menge zu tun. Es war ja gestern Feiertag und bei uns ist nach dem Wochenende am Montag immer viel zu tun. Moment. Wir gehen gleich weiter, wenn die Leute weg sind. Auf jeden Fall ist ja nach dem Wochenende echt viel zu tun am Montag. Aber am Montag, gestern war ja Feiertag, das heißt, heute war viel zu tun. Deswegen, ich habe mein X-Rate um 17:30 und die ganzen Leute aus dem Norden, aus dem X-Rate, waren so freundlich und haben den auf 18 Uhr verschoben. Das heißt, wenn ich eine Stunde früher aus der Arbeit gehen darf oder hätte gehen dürfen, dann hätte ich den geschafft. Aber es war ja so viel zu tun, ich wusste es echt nicht und jetzt 45 Minuten. Früher konnte ich es auch schaffen. Das heißt, ich komme gerade rechtzeitig zum X-Rate. Also vielleicht auch nicht. Was, wenn der Bus oder so jetzt Verspätung hat oder im Stau steht, dann nicht mehr. Aber schau mal, ob ich es zum X-Rate schaffe. Puh. So, geschafft. Gerade noch so. Der Bus hat am Ende doch noch Probleme gemacht. Alter, wir haben für 200 Meter fast 15 Minuten gebraucht. Also das war echt schlimm. Ich wollte schon aussteigen, also fragen, dass er die Tür einfach öffnet und dann rauslaufen, aber ging nicht, wir waren mitten auf der Straße. Da seht ihr alle, die haben alle auf mich gewartet, echt korrekt. Auch wenn eigentlich nicht alle hätten warten müssen, also nur eine kleine Gruppe hätte gereicht, aber jetzt geht's los. So. Ihr seht, ich bin K.O. Haltet euch ein bisschen, weil der Winkel war, glaube ich, ein bisschen zu niedrig. So. Hier hatte ich mein 9. Mewtwo, was leider nicht mein 3. 100er war, weil eigentlich jeder 3. war bisher zu dem Zeitpunkt ein 100er bei mir. Das ist jetzt Nummer 12. Ich bin Nummer 11. 11 oder 12, ich habe. Ui, der Fokusstoß. Zum ersten Mal gegen Fokusstoß. Also wie gesagt, Nummer 11 oder 12, ich hab's vergessen. So. Gut, dass wir den nicht zu dritt geschafft, gemacht haben. Aber ist auch machbar zu dritt. Alter. Der zerstört die Despos, Mann. Junge, Junge, Junge. Zerstörung. Ich weich mal aus. Ich komme nicht der Ausweichbar, wollte ich gerade sagen. Alter. Puh. Zum Glück sind wir ein bisschen mehr als drei, aber schon heftig Fokusstoß. So. Ihr seht, es wird mit echt verrückten Sachen gekämpft. Glurak, Kyogre,
Mewtwo, Gyarados, Gengar, noch ein Fokusstoß, bam! Alter! Jetzt kommen die ganzen Gyarados. War da gerade ein Starmie? Alter, habt ihr auch einen Starmie gesehen? So. Noch ein Fokusstoß und tschüss, Mann. Alter, zu heftig. Die Despoter fallen wie Fliegen, Mann. Mein letztes Despo, glaube ich. Fokusstoß und weg. Ciao, Leben. So. Gehen wir mal mit dem B-Team rein. Mal schauen, was mir vorgeschlagen wird. Lugia, Gengar. Also auf jeden Fall nicht Lugia. Ich wechsle mal schnell auf Gengar. So. Ein Fokusstoß überhaupt durchkommt. Oh Mann. Bleiben wir bei Lugia. Traurig. So. Jetzt müsste gleich ein Fokusstoß kommen. Und dann kann ich wieder auf Gengar wechseln. Ja, jetzt. Ja, okay, bei Lugia zockt eigentlich fast gar nichts ab. So. Ah, besiegen wir ihn mal langsam, weil mein rechter Arm wird ziemlich müde. So, 100er Kyogre Max. Pack mal den auch noch aus. Einfach alles, was wir haben. So, wo kann ich eigentlich umstehen? Geschafft. Stell euch. Dann stell euch wieder hier unten hin. Leider ziemlich schlecht. 2-2-16. Schade. Immerhin 9 Sonderbonbons. So. Schade, schade, schade. Du bist der dritte 100er. Die Gier nach dem dritten 100er ist einfach zu groß. Ich weiß, der wird mir nicht gegönnt, aber ich will einfach unbedingt der erste und einzige auf der Welt sein. Der macht Faxen. Gefährlich, der macht Faxen. Wird es der erste sein, der fliegt? Nein, zum Glück nicht. 100% Fangarte bisher. ID-Check. Attack. 13.14. Naja. Das war's von mir. Shoutout an die Leute. Danke fürs Warten. Und schauen wir mal, was sonst noch so geht in dem Video. So, es ist nichts mehr Spannendes passiert. Wir haben noch einen Doppel-Ho-Oh-Raid mitgemacht. Immer noch kein Shiny. Und für alle, die gefragt haben, weil in dem 100er Ho-Oh-Video der Bildschirm gespiegelt hat und man es nicht gesehen hat, blende ich das hier nochmal ein. Natürlich habe ich das 100er Ho-Oh gefangen. Ja, wird auf jeden Fall demnächst noch gepusht. Ich habe eigentlich schon genug Bonbons, also ein paar mache ich noch. Auf der Jagd nach dem Shiny Ho-Oh, aber muss jetzt nicht unbedingt sein. Auf jeden Fall schreibt unten in die Kommentare, ob ihr schon Shiny Ho-Oh habt und natürlich wie euer Mewtwo Raid lief. All das unten in die Kommentare. Schauen wir mal, was die Tage so passieren wird. Alle warten auf das Event. Alola Event. Ich bin auf jeden Fall echt gespannt drauf. Aber das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Und vergesst nicht, Pokémon ist serious business.